wunderbares Buch von Gerhard Henschel, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das fasst so eine Taz-Serie zusammen, Die wirsten Grafiken der Welt, ist ein wunderbares Buch. Und ich versuche mich mit dem nun folgenden Schaubild für die zweite Ausgabe zu qualifizieren. Ich werde aber versuchen, es zu erörtern. So sieht das aus. Damit ein literarischer Text auf sein Verhältnis zu diesen Diskursen der Subversion differenziert untersucht werden kann, müssen 5 Schritte durchlaufen werden. Erstens ist es wichtig, die politisch-institutionellen Strukturen und insbesondere den jeweiligen literarischen Diskurs, in dem der Text zu positionieren ist, diskursanalytisch zu beschreiben. Zweitens müssen die Formen und Schreibweisen der Subversion im Text untersucht werden, wobei besonders die Fragen nach seiner avantgardistischen, neo-avantgardistischen Qualität, seinen intertextuellen oder parodistischen Verfahren und seiner gegendiskursiven Positionierung gegenüber anderen Diskursen und ihren Regelsystemen im Fokus stehen. Drittens sind die Inhalte der Subversion, die sich im Text finden, zu thematisieren, wobei zum Beispiel minoritäre Distinktionsbewegungen oder die Dekonstruktion hegemonialer Stereotypen zu untersuchen sind. Dazu zählt dann viertens auch die Analyse von Topoi, Topografien, Personen und Sprachen der Subversion, wie zum Beispiel Tunnelsystemen, Terroristen oder Geheimcodes. Schließlich ist es fünftens notwendig, den Autor oder die Autorin als öffentliche Person zu untersuchen, ausgehend von der Annahme, dass die Inszenierung von Autoren und Autorinnen in der medialen Öffentlichkeit noch immer einen entscheidenden Anteil an der gesellschaftlichen Bedeutung von Literatur hat, diese mediale Inszenierung allerdings eindeutig anderen Regelsystemen unterliegt als der literarische Text im literarischen Diskurs.